und herzlich willkommen zurück zu Stonehearth. Ich baue gerade eine coole Mauer. Oh yeah, ich finde die mega cool. Und ja, bis zur Klippe ganz gut. Die Leiter kommt natürlich dann weg und kommt um die Ecke, damit die hier lang müssen. So, dann wollen wir mal Finish Editing und Build. Jetzt Start Building, please. Das sind mal 4 Steine nur. Ich hoffe, dass es gut geht. So, eine neue Leiter kommt hier hin und die können wir dann mal abbauen. Ja, was mit dem Gebäude hier ist, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz, weil es ist schwierig. Sind die Steine jetzt weg? Nicht wirklich, oder? Sieht so aus, als wenn sie weg wären. Kann aber auch nur Einbildung sein. Steinchen, habe ich genug Steinchen? Ich habe keine Ahnung. Deswegen werde ich mal eben ganz kurz hier unten ein bisschen noch Steine in Auftrag geben. Können wir eigentlich mal hier ein bisschen tiefer gehen? Weil hier ist ja nicht wirklich viel Stein eigentlich. Hier. Mine. Ganz genau hier. Einfach mal ein Stückchen tiefer gehen. So. Okay. Dann unten natürlich auch noch eine Leiter reinhauen. Damit sie hier nicht im Boden versinkt für immer und ewig. Einen Block hoch können sie laufen, aber 2 nicht mehr. Und 3 sowieso nicht. Und 4 erst recht nicht. Mach mir erst ein ordentliches Loch hier. Los, los, los. Ja, so ist brav. Ich weiß gar nicht, wie die diese Ausgrabung hier berechnen. Also, wo sie zuerst. So. Auf jeden Fall schon mal so. Das sollte eigentlich ganz gut gehen. So hoffe ich. So, die basteln hier lustig an ihrem. An der Mauer. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Doch, ich schon. Ha! Haha. Okay. Wie kriege ich dieses Gebäude jetzt hier weg? Das ist eine gute Frage. Kann man nicht mal das hier mal entfernen? Das ist so voll im Weg und so. Radizel? No, Radizel. Verdammt. Können wir... Nein. Das funktioniert irgendwie auch nicht so ganz. Okay, lassen wir die erstmal hier in Ruhe essen. Macht eigentlich unsere Köchin hier ordentlich was? Okay, sie kann davon nichts mehr machen, weil... Ja, weil was? Ich habe keine Ahnung. Ah, Fleisch fehlt, okay. Dann lass mal 6 hiervon bauen. Natürlich, natürlich, macht Sinn. So, und langsam können wir auch wieder ein bisschen was in Auftrag geben hier. Und zwar... Der Weaver. Oh ja, der Weaver muss aber dringend was tun. Ganz dringend sogar. Kann dann mal 10 Stück hier... Nein. 10 Stück hiervon. Denn wir haben wieder schön viel Silkweed angesammelt. Weiter, los. Leder haben wir. Wir haben momentan keinen Trapper, der uns mehr Tierhaut bringt. Okay. Die Wolle haben wir noch, genau. Bündel an Wolle. Upsala. Genau, hier oben hat sie jetzt ganz viel Spindeln gelagert. Sehr gut, sehr gut. Mit der Wolle kann ich Padded Vest nähen. Upgraded Worker Outfit. Was bringt das? 10% faster, okay. Das heißt, davon können wir mal 3 machen. Das war eine gute Idee. Dicke Lederweste. Hier. Aber viel mehr kann man mit Wolle noch gar nicht machen. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Machen wir mal Winterworker. Meinetwegen nochmal 2 von. Warum auch nicht? Dann brauche ich auf jeden Fall 4 große Banner. Ja, das reicht erstmal. Du musst auf jeden Fall
Einmal ein Blacksmith sein, ein Carpenter, ein Weaver. Mason sein? Ja. Das reicht erstmal, denke ich. Ups. Ach ja. Wir können jetzt auch mal dafür sorgen, dass das Ding hier removed wird. Wunderbar. War mein Daily Update schon? Ich weiß es gar nicht. Die Mauer wird gebaut. Das wird, glaube ich, ganz cool. So, wie sieht es hier unten aus? Eigentlich ganz gut. Rauskommen tun sie auf jeden Fall. Ja, klar. Die. Wunderbar. Voll die Mine. Voll geil. Aber hier gibt es irgendwie viel zu wenig Erze. Ich glaube, die Erze habe ich bis jetzt nur von den Loot-Drops gekriegt, von den blöden Goblins. Wir haben auch ja gar keinen Berg in der Nähe, oder? Oh, der Berg ist sehr weit weg. Sehr, sehr weit weg. Aber nur da gibt es, glaube ich, ordentlich Loot. Will ich es riskieren, die so weit laufen zu lassen? For the Loot. Ja, doch, das können wir machen. So, also. Remove. Packt eure Sachen und bringt alles nach oben. Und dann gucken wir mal, dass wir doch hier hinten vielleicht ein bisschen was in den Berg reingebaut kriegen. So. Oh. Bisschen höher. Ja. So wäre gut, glaube ich. Ja, 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 ja. Okay, also. Mining, Mining, Mining. So, das wird auch von Anfang an mal ganz gut. Ne? Ja. Und mal ein bisschen flotter hier, meine Freunde. Flott, flott, flott. Leute haben was zu tun, das ist gut. Net Worth, wie sieht's denn hier aus? Immer noch nicht so gut. Aber wir sind dran, wir sind dran. Das ist sehr gut, denn wir brauchen 2750 für unseren nächsten Bewohner. Ja, das kriegen wir ja wohl hin. Was haben wir sonst noch so ein Petto, was ich verarbeiten lassen könnte? Blömsche. Erze habe ich nur das eine Eisen, aber ich brauche Kohle für Stahl. Kann eigentlich der Smith sonst noch irgendwas tun? Genau, ich werde gucken, was ich aus unserem Zeug machen kann. Canvas. One Mean Bed. Ja. Das ist ein guter Tausch. Invaders. Halt, stopp. Hier hinten. Ah, ist natürlich blöd. Futzman ist unterwegs, oder? Wer bist du? Nein, du bist nur meiner. Ah, Futzman. Ups. Futzman, Futzman, Futzman. Go, 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 go. Beschütze deine Haselinger. Beschütze sie, beschütze sie. Könnte man auch hier hinten einen Weg bauen. Und zwar das Burgtor. Hm. Mein Gott, wir haben noch so viel zu tun. Wir brauchen noch so viel Stein. Gut, dass ich gerade viel Stein abbauen lasse. Bam. El Skeletto. Bam. Kein Loot? Doch, da. Zinnohr. Ich sag ja, alle Ohrs habe ich bis jetzt durch Viecher gekriegt. Ist so verscheuert. Mhm. Verrückt, bescheuert. Verscheuert. Ja. So, Freunde. Ja, hier wird gelootet. Hier wird fleißig gebaut. Das ist gut. Gut, dass wir inzwischen mehr Inventory-Platz haben, denn dann ist es nicht so schlimm, dass sie... Dann müsst ihr nicht so oft hin und her rennen. Ne? Das wollte ich gesagt haben. Ja. So, wie schaut's hier aus? Ja, das ist weg. Das ist perfekt. Denn jetzt können wir hier mal auch noch zwei Betten reinsetzen, damit die Leute ein bisschen was Bequemes haben. So, noch zwei Betten. Und die Kommode kriegen sie auch in die Mitte. Ne, machen wir hier einen vor. Und ja, Tischlein und so, wenn man da mal ganz nett. Mr. Carpenter. Jetzt neues Holz gekriegt. So, also ich hätte gerne hier so machen wir drei Tische. Noch zwei hiervon. Stühle. Ah, nicht unbedingt. Das kommt später. Vielleicht so eine coole Kiste.
Coole Kiste ist immer cool. Coole Kiste ist immer cool. Und, oh Gott, wir brauchen dringend Licht. Unser größtes Problem ist, glaube ich, momentan Licht. Weil es ist stockfinster hier. Aber da wir gerade sowieso so viel Stein abbauen, könnte der Mason mal ein paar coole Lampis bauen. So, vielleicht hiervon so 4 Stück. Nein, von denen. Danke. 4 Stück. Schon teuer genug. Und dann von den Stone Garden Lanterns. Ja, genau. Davon auch mal 6. Ja, ja, ja. Das ist gut. Dann haben wir schon wieder genug Stein rausgehauen. Aber ich glaube, wir kriegen momentan auch gut Stein rein. So hoffe ich. Ja, 11 Steine. Steine sind wieder da. Zinn kann ich machen. Und ein Kupfer. Okay. Zinn und Kupfer. Und Kupfer. So, was kann ich denn jetzt? Dafür brauche ich aber Stahl, oder nicht? Ja, 2 Stahl. Bronze. 4 Bronze. Unser Hammer kann 12. Das ist 10. Das ist 16. 2 Bronze. Okay, Bronze mache ich aber auch mit Zinn und Kupfer, ne? Iron Maze, auch mit Stahl, oder nicht? Nee, 2 Eisen, echt? Ich hätte gerne 16, wow. 26, dafür brauche ich 6 Stahl, wow. Das ist hart. Ja, aber es würde richtig krass fett Schaden machen. Naja, wir sind ja noch unterwegs und besorgen uns hier das Stein, die Dönse. So, okay, also die Betten habe ich verteilt, nicht wahr? Ja, 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 sehr gut. Sonst noch was gerade an Deko fertig. Damit sich unsere Hartlinge etwas wohler fühlen. Oh cool, Fine Table for One. Kriegt er neben das Bett gestellt. Das ist auch nett. So, dann haben wir dieses lustige Feuerteil. Was auch ziemlich cool aussieht. Einmal eins hiervon. Wo stellen wir den mal hin? Gute Frage. Ich glaube, hier neben den Tower. Das sieht nämlich sehr beeindruckend aus. Mit dem coolen Feuer. Neue Kommode ist da. Yay! Dreh dich. Dankeschön. Ja, das ist super. Das ist super. Oh, wir haben ja immer noch 2, 4, 6 Betten haben wir erst. Und wir haben wie viel Haferlinge? 11. Okay. Das, ja. Ich sollte dringend wieder mich um ein bisschen mehr Schlafraum kümmern. Die zwei Süßen bauen fleißig hier. Oh, oh. Madame? Geht es Ihnen gut? Emilia? Emilia. Emilia. Hm, klar. Emilia. Vielleicht kriegt sie sich wieder ein. Wer weiß. Sie hat sich bewegt. Sie hat sich bewegt. Können wir das bitte mal irgendwo hinsetzen? Und zwar... Hey! Hier. Daily Update. Wir haben es geschafft. Haslinger Nummer 12. Badabumski. Luca, ein Luca. Hello, Mr. Luca. So, und hier wird fleißig Stein abgebaut. Oh ja, guck mal, da sind auch Erze. Da ist unsere erste Kohle. Noch eine Kohle. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Okay, im Berg zu buddeln ist doch effektiver als im Boden. Definitiv. Definitiv. Saving. Wunderbar. Was können wir noch an Deko runter hinsetzen? Runtersetzen? Hinsetzen. Mein Gott. Das sollte hingesetzt werden. Haben wir das nicht schon? Nee, haben wir nicht. Ja, unsere ganzen Worker sind momentan unterwegs. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen lassen wir die erstmal ein bisschen weiterbauen. Dann wird alles gut. Die Mauer nimmt auch Form an. Das freut mich sehr. Herrlich. Wunderbar. Darauf erstmal einen Schluck O-Saft. Ich denke, wir kommen schon ganz gut voran. Bis auf dieses eine abtrünnige Gebäude da ist eigentlich alles okay. Vielleicht kriegen wir es ja wieder hin. Wer weiß, wer weiß. Wenn nicht, ist halt blöd gelaufen. Aber hey, es ist immer noch ein Alpha-Spiel. Ne? Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr Ideen und Tipps habt, wie ich das Ding da wegkriege, sagt Bescheid. Sagt Bescheid. So, die Leutskis, ihr solltet jetzt mal
fertig hier, oder nicht? Jetzt bringt doch mal das Zeug nach Hause. Komm schon, bringt mir mein Zeug. Bringt mir mein Zeug. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus hier, Freunde. Das sieht sehr gut aus. Yeah. So, hier wird aufgeräumt. Und wenn das zu Hause ist, dann können wir auch ordentlich mal anfangen, Stahl zu schmieden. Stahl. Sehr gut. Lang lebe der Rucksack, sonst hätte das Ganze hier doppelt so oder dreifach so lange gedauert. Ne. Ja, das wird immer noch dauern. Ist aber okay, ist okay. Inventar, was haben wir denn? Zwei Kohle, das heißt, es fehlt ein Eisen. Wir noch ein Eisen kriegen. Also ein Stahl kann ich schon mal machen, das ist gut. Zinn, nein. Stahl. Nein, oh Gott, das wollte ich nicht. Halt. Das hier ist da, das hier. Das ist Stahl. Zwei Kohle auch noch. Verdammt, das ist echt teuer. Mein Gott. Vielleicht doch erstmal ein normales Eisenschwert. Das ist Short Sword Steel auch. Eisen Mace 20 Attack. Ja, das sieht ganz gut aus. Machen wir mal den Eisen Mace zuerst. 20 Attack, der Hammer, den wir haben, hat, glaube ich, 12. 2 Eisen. Okay, dann machen wir erstmal normales Eisen. Ich glaube, alles andere hat erstmal keinen Sinn. Eisen. Bam. Ah, Wespe. Nicht schon wieder. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hier gibt's nichts zu holen. Ich habe nichts zu essen. Es tut mir leid. Na. Nicht das Mikro ansummen. Nimm mir ein Stück Orangensaft und dann geh. Okay, ich glaube, es wird sowieso Zeit aufzuhören. Ich würde sagen, Wespenpause. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wespe sagt auch tschüss.